weiteres Mal präsentierte der Verein Perpedes Tirol gemeinsam mit dem TVB und dem Museum einen historischen Rundgang rund zum Gedenkjahr 1809 und Andreas Hofer. Zahlreiche Kurzspielszenen, kombiniert mit einigen Kurzvorträgen, entführten bei dieser Zeitreise in die Tiroler Geschichte. Anhand der lebhaft geführten Dialogen wurde die aufgeklärte, probayerische Innsbrucker Stadtbevölkerung der kampfbereiten, zum äußersten entschlossenen Tiroler Landesbevölkerung gegenübergestellt. Die Sicht der Bayern wurde ebenso thematisiert wie die der Österreicher. Und anhand von Zitaten und originalgetreuen Kostümen wurde eine möglichst authentische Stimmung erzeugt. Geschichtsunterricht der besonderen Art gibt es heute in der Kitzbüheler Innenstadt. Welche Idee steckt denn hinter dieser historischen Stadtführung? Ja, wir möchten auf amüsante Art und Weise den Leuten die Geschichte näher bringen, wenn möglich auch in historischen Kostümen, die allerdings authentisch sein müssen. Das ist unser Rezept, das wir schon fast 20 Jahre durchführen und mit einigem Erfolg, darf ich sagen. Wir werden zu großen Anlässen immer eben auch Themen ausarbeiten und die als kleines, kann man schon fast sagen, Theaterstück dann präsentieren. Das ist halt eine spezielle Sache, die wir gerne machen. Und eine spezielle Sache ist auch die Aufführung, die es heute in Kitzbühel gegeben hat zum Thema 1809, Gedenkjahr Andreas Hofer, zum ersten Mal in Kitzbühel. Diese Aufführung ja, zum ersten Mal in Kitzbühel. Wir haben natürlich die Kitzbüheler Passagen eingebaut, damit es also für hier authentisch auch ist. Es ist auch die einzige Aufführung außerhalb von Innsbruck zu diesem Thema. Wir haben aber vor einigen Jahren, 2004 waren wir ja schon in Kitzbühel und haben den Kaiser Maximilian hier aufgeführt mit sehr großem Erfolg und wir kommen immer gerne. Ich besonders als gebürtige Kitzbühlerin. Ich möchte Ihnen zu Beginn erzählen, wie es überhaupt zu den Auseinandersetzungen 1809 gekommen ist. Nach der Schlacht von Austerlitz, die Napoleon gewonnen hat, ist Tirol von Habsburg abgetrennt worden. Darauf hat Napoleon seinem Verbündeten in Bayern Tirol überlassen. Napoleon hatte immer ein besonderes Augenmerk auf Tirol, nicht wegen der schönen Tirolerinnen, sondern wegen der Alpenpässe. Das war natürlich ein wichtiges Land, wo man also Verbindungen nach Süden hatte und deswegen hat er also immer darauf bestanden, Tirol zu bekommen. Und der bayerische Herzog ist am Weihnachtstag des Jahres 1805 durch Napoleons Gnaden zum König erhoben worden. Bayern wurde also ein Königreich, es war Max der Vierte Josef, der an und für sich ein sehr gemütlicher Mann war. Wir werden sein Bild im Stadtmuseum dann gleich sehen. Und der eigentlich versprochen hat, dass alles beim Alten bleiben soll, dass keine großen Änderungen gemacht werden. Die Tiroler sind gefürchtet bei uns Bayern, denn sie kämpfen ohne Strategie und Aufstellung. Die letzten Tage haben uns gezeigt, dass keine Strafexpedition sie zur Raison bringt. Die Abtrünnigen rotteten sich zusammen und wagten gemeinsam mit Rückendeckung der Österreicher wohlgemerkt den Aufstand. Trotz des massiven Widerstandes der Einheiten des geschätzten Oberst Karl von Dittfurt waren die Landstürmer nicht aufzuhalten. Von allen drei Flanken haben sie sich, wie es ihr Art ist, in wilder Raserei herabgestürzt, Haus für Haus erkämpft und von den Wohnungsfenstern aus mit ihren Scharfschützen unsere Armee arg in Bedrängnis gebracht. Und der arme, schwer verletzte Dittfurt erteilte noch von der Bahre aus seine letzten Befehle. Er starb kurz darauf. Wahrlich, wie ein wackerer Bayer! Bitte erinnern Sie mich nicht an diesen schrecklichen 12. April. Die Stadt bebte vom Donner der Kanonen und vom Feuer der Gewehre. Mein Herr und Gebieter, der Bürgermeister von Innsbruck, versuchte noch, die Bauern zur Vernunft zu bringen und sie von ihrem irrwitzigen Unterfangen abzuhalten. Darum hisste er, in der Stunde der größten Not, zur Sicherheit unser aller, die weiße Flagge oben am Stadtturm. Die Schießwütig unterbrachen daraufhin für kurze Zeit das Feuer. Dies war wohl ein vernünftiger Schritt. Doch, wie wir wissen... Mein Mann hat unter Einsatz seines Lebens versucht, die Eroberung des Pöbels auf diplomatischen Wege zu beruhigen. Gemeinsam mit General Kinkel, dem Appellationsrat Di Paoli und einigen Herren der Stadtkommission wollte er einen Waffenstillstandsvertrag aushandeln. Doch wie sich im Nachhinein herausstellte, haben sie die Zeit genutzt, um ungehindert unter der Innbrücke in die Stadt einzudringen. Im Gerichtsgebäude neben der Ottoburg suchten sie stürmisch nach bayerischen Staatskeller. Sie warfen die Akten kunterbunt herum. Es ging ihnen einfach darum, Unordnung zu schaffen. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, nahmen sie einfach mit.
Doch ich darf Ihnen versichern, dass wir Bayern trotz dieses erfolgreichen Überraschungsangriffs von Seiten der österreichisch gesinnten Tiroler wiederkommen werden. Bevor ich mich empfehle, möchte ich sicher gehen, dass gnädige Frau auch sicher nach Hause kommt. Sie gestatten doch, dass ich Sie in die Fahrgasse begleite? Mit dem größten Vergnügen, Graf Arco. Bis bald sein Name für die Freiheit steht. Sie haben sich einen Übergang nach Tirol ausgesucht, der nicht so gut gesichert war. Sie haben da genaue Erkundigungen eingezogen und das war der Pass Strupp. Der Pass Strupp, und das ist jetzt der direkte Bezug zu Kitzbühel, war von Kitzbüheler Schützenbataillons geschützt worden. Es waren knapp 300 Leute und noch Verstärkung, insgesamt 500 Leute, die den Pass Strupp verteidigt haben, gegenüber einer starken Übermacht von Bayern, die 8.000, manche Quellen sagen 6.000 Mann gewesen sind. Ganz egal, es war eine gewaltige Übermacht. Die Tiroler haben sehr, sehr tapfer gekämpft und da war an vorderster Front Oppacher und Hechenberger zu nennen, die Anführer der Kitzbüheler Truppen, die sich sehr, sehr tapfer einen ganzen Tag lang, 9 Stunden hindurch geschlagen haben, aber die versprochene und angekündigte Verstärkung von Österreichern ist nicht gekommen und so hat Wintersteller dann den Befehl gegeben, das Ganze abzubrechen. Und die Bayern haben einen hohen Verlust gehabt, ca. 2000 Mann. Das hat sie derartig erbost, dass selbst die bayerischen Generäle, Wrede zum Beispiel und auch der französische General Lefebvre war dabei, die hatten ihre Mannschaft nicht mehr im Griff. Die sind dann mordend und plündernd und brandschatzend durch das Land gezogen. Sie eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der erste Ort, der den bayerischen Groll so voll zu spüren bekommen hat, war Weidring. Es wurde niedergebrannt, genauso Kirchdorf, weil es die Heimat von Wintersteller war und dem wollten die Bayern sowieso eins auswischen. Und dann kam St. Johann an die Reihe. St. Johann hätte dasselbe Schicksal gehabt, hätte es dort nicht den berühmten Dekan Wieshofer gegeben. Und dieser Dekan Wieshofer hat sich sehr mutig gegenüber den Bayern gezeigt, die eben schon, General Wrede hat schon den Befehl gegeben, er möge niederknien, er wird jetzt erschossen. Man wollte ein Exempel statuieren und im letzten Moment hat Wieshofer in blendenden, fehlerfreien Französisch noch darum gebeten, dass sein Ort und sein Dorf verschont bleibt und die Leute verschont bleiben. Und das hat zufällig General Lefebvre gehört. Und der war so erstaunt, dass ein einfacher Landpfarrer, wenn man so will, so gutes Französisch spricht, fehlerfrei, dass er die Erschießung gestoppt hat, dass er mit ihm gesprochen hat und letztendlich endete das Gespräch in einem gemeinsamen Mittagessen. So ist St. Johann gerettet worden durch das beherzte Auftreten von Dekan Wieshofer. Man ist dann weiter bis Wörgl und dort kam es dann zum Treffen mit dem österreichischen Heer, das angeführt war von General Chastelet. Der hat nur einen französischen Namen gehabt, das war ein Lothringer. In Wörgl war das ein denkbar ungünstigster Ort für einen Kampf, denn die Tiroler waren ja berüchtigt für ihre Kampfesweise, aber die war immer von oben nach unten zu kämpfen, niemals von unten nach oben. Und so war das in Wörgl also ziemlich heftig und die Tiroler haben verloren. Und die Bayern sind weiter mordbrennend durch das Unterinntal und Ober-, also bis nach Innsbruck gezogen. Am schlimmsten hat es Schwarz getroffen, diese stolze Knappen Stadt ist bis auf 5 Häuser völlig niedergebrannt und zerstört worden. Es wurde auch dort gemordet und gebrandschatzt und vergewaltigt. Es war wirklich sehr, sehr schlimm. Hall und Innsbruck hätte das selbe Schicksal gehabt, wären nicht beherzte Männer in Form von Martin Theimer und Josef Speckbacher zu den Bayern gekommen und hätten diese um Gnade gebeten. Die haben sie dann gewährt, weil den Generälen ist das Treiben und Wüten ihrer Mannschaft, die ihnen völlig entglitten ist, schon wirklich sehr peinlich gewesen. Und so sind diese Städte verschont geblieben und die Bayern sind wieder in Innsbruck gewesen und haben sich dort im Hofgarten breit gemacht. Das war also die Geschichte von 1809, von diesem blutigen Zug, den sie durch das Inntal geführt haben. Also die Fratschlerin bin ich. Wie heißt das? Tratschweib. Die weiß alles, ist stadtbekannt. Wäre schade, wenn es es nicht gab.
tritt man alles nicht davon. Und außerdem schaut sie immer, dass sie alte Sachen erwischt und die dann wieder verhökert. Eigentlich bezeichnet man sie, ich muss es zugeben, als unausstehliches Weib. Aber das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin die Wäscherin. Ich repräsentiere eigentlich das einfache Volk, die mit diesen Heldentaten nicht viel anfangen konnten, auch nicht mit der Aufklärung, die die Bayern gebracht haben und die nur das Elend gespürt haben. Die Höfe sind ihnen abgebrannt und die Männer waren im Krieg und die Frauen haben buckeln und arbeiten müssen. Also einfach von allen Seiten her haben wir sozusagen dieses Jahr 1809 beleuchtet und die arme Wäscherin, die sieht einfach wirklich nur ihre Arbeit und das Elend, das diese Kämpfe gebracht hat. Die reichen Kitzbühler waschen sich nicht selber ihre Wäsche. Nein, du sag mal, hast heute auch wieder die Schirn im Garten für die feinen Kitzbüchler mit? Magst du schon mal schauen? Geh, lass mich schauen. Ja. Aber hast du wohl saubere Hände? Ja, pass auf. Ja. Leibwäsche haben wir auch mit heute. Und so eine fesche Schnellfeuerhosen. Das sind Hosen, hat ja alle mal gern gehabt. Ja, so was Schönes haben wir nicht dran. Aber weißt du, wenn ich mir das so anschaue, mit dem Wägeln hast du auch nicht gerade weh getan. Wägeln brauche ich nicht. Das machen die Dienstmädchen in der Stadt. Nein. Das Waschen allein ist schon genug Arbeit, muss ich da sagen. Meiner Seele. Den ganzen Tag waschen. Um 3 in der Früh müssen wir aufstehen und bis Mitternacht waschen wir. Ja. Ich spür schon mal, ich reiz nicht mehr. Mein ja. Das. Oh, und was? Von den Kämpfen jetzt. Oh. Die Blutflecken in die Pforten von den Wanderleit. Mal bis das ausgegangen ist. Das war eine Heidenarbeit. Und beim Beten habe ich die ganze, beim Waschen habe ich die ganze Zeit betet zu allen Heiligen und zur Heiligen Jungfrau Maria. Dass wir verschont bleiben und dass unser Hof nicht abbrennt. Weißt du, du meinst so wie in Wadring und in Kirchdorf ja, und nachher in Schwarz? Ja, freilich. Meine Seele. Das war ja fürchterlich dort, oder? Leute, bist du von hinten? Ich bin der Francesco Armani Zanini aus Trento. Klingt ja gut. Pferde- und Weinhändler. Aha. Ich suche den Signor Andreas Hofer. Ah. Quel con la barba. Du suchst einen anderen Hofer? Ja, was möchtest denn du vom Oberkommandanten, ha? Warake, ich kenne den Hofer seit lang. Der Sandwirt war ja viel bei uns in Weißtirol. Der kaufte unsere Rosse und den Wein. Aha. Der hat ja unser Dialekt gelernt, als Teigne, in Gläs, in Valdenon, in Nonsberg. Warake, er ist immer herum gewesen mit seinen Pferden. Dappertut, Landauf. Tutti, ich conosce l'Andreas Hofer. Jeder kennt den Andreas Hofer con la sua barba longa. Weißt, jetzt hast du mir viel erzählt, aber jetzt will ich dir mal was sagen. Weißt du was? Du hast die Städte verwechselt. Wir sind da in Kitzbühel. Du gehörst nach Innsbruck. Da hast du vielleicht das Glück, dass du einen Hofer triffst. Weil in Kitzbühel, da ist kein Hofer. Und da ist er nie gewesen. Allora, ja, ich werde dann meinen Pferden was zum Essen geben und nach Innsbruck fahren. Okay, für dich, für dich. Hintersteller. Er war ja wirklich ein gut aussehender Unterländer, würde ich mal sagen. Er hat seine Verdienste gehabt, zweifelsohne, wenngleich er alles verloren hat und auch gesundheitlich war er schwer angeschlagen nach diesem ganzen Jahr 1809. Er hat ja in Kirchdorf sein Hab und Gut verloren, es ist alles niedergebrannt und das hat ihn schon arg zu schaffen gemacht. Neben ihm sehen wir Anton Oppacher, der auch schon Major war und gleichzeitig Wirt des Schwarzadlers in Jochberg. Und dieser Oppacher war gemeinsam mit dem Major Hechenberger eben führend am Pastrup tätig, als sie sich so tapfer und so lang verteidigt haben, wenngleich es aussichtslos war wegen der Übermacht der Feinde. Oppacher ist dann später zurückgekehrt und hat sein ganz normales Leben als Wirt wieder aufgenommen. Es ist aber bemerkenswert, und das ist auch in die Geschichte eingegangen, dass er eine Pension, die ihm später angeboten worden wäre für seine tapferen Dienste, denn er hat schon 1797 die silberne Tapferkeitsmedaille bekommen und eben das ganze Jahr 1809 und 1805 hindurch gekämpft, eine Pension hat er ausgeschlagen. Er hat gesagt, er würde sich
sich genieren, wenn er, wo er doch ein gut gehendes Wirtshaus hatte, wenn er da eine staatliche Hilfe annehmen würde. Der größte Tag im Leben von Anton Oppacher war 1832, als nämlich der Kaiser hier in Kitzbühel weilte und er in Vertretung von Wintersteller dem Kaiser vorgestellt worden ist. Und zwar möchte ich Ihnen da ganz kurz etwas vorlesen. Franz I. und Carolina sind aus Italien zurückgekehrt und sind hier gewesen, weil man den Bau, den Neubau der Pasturnstraße besichtigen wollte. Und er ist dann zum größten Glück von Oppacher am nächsten Tag noch in seinem Wirtshaus in Jochberg persönlich zugekehrt. Und da ist ein nettes Gespräch überliefert, das zwischen dem Kaiser und dem Oppacher stattgefunden hat. Der Kaiser sagte: Oppacher, du bist noch stark, ich fühle, du bist noch stärker als ich. Vermutlich mag der starke Oppacher mit seinem nervigten Arm den Kaiser etwas zu fest gehalten haben, wenigstens besorgte dieses Oppacher selbst. Der Oppacher sagt drauf: Ich habe nicht so viel erduldet wie Eure Majestät. Der Kaiser: Wohl weiß ich, du hast für mich viel ertragen und gelitten. Oppacher: Das war alles nur meine Untertanenpflicht. Nun aber bin ich freilich alt, werde nichts mehr leisten können und hoffe auch, dass ich es nicht mehr bedarf. Nur eins werde ich tun: täglich für das Wohl Eurer Majestät beten. Der Kaiser sagt daraufhin: Oppacher, das ist mir das Liebste, tue er das, ich danke euch. Dass dieser Tag der glänzendste im Leben des Oppacher war, kann man sich vorstellen. Also er ist als Schwarzadler, wird dann in die Geschichte eingegangen und eines ganz normalen Todes gestorben. Der nächste, der auch noch am Pass Strupp dort war, das war Josef Hechenberger, der studiert hatte, Bürgermeister von Kitzbühel war und dann auch noch ein Kaufmann war, also ein Geschäft hatte. Er hat schon bei den früheren französischen Durchzügen als Dolmetsch gearbeitet, das sprach also auch fließend Französisch, und er hat letztlich dann ein Geschäft in Kitzbühel betrieben, nach diesem heldenhaften Einsatz am Pass Strupp, und er ist dann sogar Deputierter des Landtages in Innsbruck gewesen. Also die zwei sind schon Helden aus dem Bezirk, natürlich neben Rupert Wintersteller. Grüß Enk, ich bin der Wirt Niederkirchner vom Goldenen Adler in Innsbruck und ich habe zur Zeit von Andreas Hofer dort gewirtet. Und ich war ein Schlitzohr und habe den Leuten nach dem Tod vom Ander Sachen verkauft, die er nie getragen hat. Da war kurz Geld damit gemacht. Dankeschön. Beim Huberbräuwirt, man kennt sich. Und es ist mir eine besondere Ehre, dass heute so viele honorige Leute gekommen sind. Wisst wissen, bei mir in Innsbruck gehen Leute die besten Leute ein und aus im Goldenen Adler. Mal sind es halt die bayerischen Generäle, an anderen mal die Tiroler. Mei, wisst ihr, als Wirt kann man sich seine Gäste halt nicht aussuchen. Solange sie ihre Zeche zahlen, soll es mir recht sein. Ja, grüß dich, Niederkircher. Bist du heute auch in Kitzbüchel? Ja, sag einmal, du treibst ja überall herum, he? Wo es ein Bier gibt. Ja, da hast du recht. Ja. Was willst du denn da? Was will ich denn da? Ja, suchst du was? Mach einmal, ja, ich suche allerdings etwas. Ich habe jetzt gerade einen Walschen getroffen und der wollte unbedingt wissen, ob in Innsbruck oben noch der Andreas Hofer ist. Mei, du, das ist schon Pech. Der ist nämlich gestern gerade in einer Kaleschen in der Früh nach Hall gefahren. Ich sag's Ihnen, das war ein Auflauf. Gehofft haben sie alle, es war da ein Wunderwutzi. Wenn das der Napoleon gewesen war, hat sich ja auch nicht mehr Koffer vergeben. Ja, sag einmal, was tut denn der in Hall? Ah, ich kann mir schon vorstellen, der besucht den Ignaz Straub, den Kronenwirt. Hab ich recht? Das kann gut sein, dass er beim Straub einkehrt. Aber ich glaub, er wollte in die Münz. Der Hormeier, der Tollhäusler, der ist auch mitgefahren. Den kann ich gar nicht verputzen. Hat der uns nicht jetzt auch noch einen Weinpfennig aufgeschlagen? Der Halsabschneider. Für alles finden sie Steier. Da sind sie sich gleich. Egal ob Bayer oder Österreicher. Ich bin echt total froh, dass die Passeire das ganze Gesindel aus der Vorstadt gejagt haben, damit sie nicht wieder zum Plündern anfangen. Ja, und wo sind sie nachher hingegangen? Ja, nachher hat der Oberkommandant in der Kirche Wallfahrten lassen. Viele Wallfahrten hat er abhalten lassen, Te Deum haben sie abgehalten, das Herz Jesu Gelübde haben sie aufgesagt und danach sind sie
wie sich das für richtige Männer so gehört, in die Herrenhäuser zum Saufen und Fressen gegangen. Aber trotzdem, dass ich den Hof noch nicht gesehen habe, das ärgert mich aber schon wirklich, weißt du? Ja, das Einzige, was mir der andere lassen hat, sind seine Stiefel. Oh! Mein Gott, was soll ich mit den Stinkstiefeln? Wahrlich und wahrhaftig, du hast die echten Stiefel vom Hofer. Mein, in der Kirche lass mir mal schauen, hä? Mit hast du sie ja gerade nicht, das ist ja Pech, weil die habe ich zu meinem Schuster nach am Brücken rübergebracht, damit der Maas ein tolles Badel macht. Mei, das ist aber schade. Du sag einmal, Niederkirche, hast du nicht vielleicht irgendein Bildl vom Hofer? Soll ich mit dem Bildl vom Hofer? Oder sonst irgendein Andenken? Ich hätte halt so viel gern etwas vom Sandl. Das ist was zahlen dafür? Ja, mei, sicher. Ach so. Was waren da denn? Die Hosenträger vom Hofer, die hat er bei mir nämlich liegen lassen. Ein ganz komischer Zufall übrigens. Das ist aber Zufall, ha? Was waren da denn die Hosenträger, die der Hofer original und leibhaftig getragen hat? Wert! Ja, mei, für solche Hosenträger, da hat ich schon etwas zahlen. Und? Etwas. Ich sag da, für 3 Silberkreuzer karten sie dir. Ja, bist denn du wahnsinnig? 3 Silberkreuzer, Fratschlerin. Red nicht, zahl. Ja, aber wenn ich mir so überlege, so echte Hosenheber, Ratscherin, vom Sandwirt, die müssen wir das eigentlich schon wert sein, was ich nie werde eh wieder brauchen kann. Ratscherin, zahl. Ratscherin tut ja auch die Sachen verhökern. Lass mal schauen, ob ich das überhaupt mithabe. Heute war nicht so ein toller Tag, war da heute nicht im Kitzbüchel. Naja, 3 Silberling bringe ich gerade noch zusammen. Also ich gebe dir das und du gibst mir die Hosentrage. Diese Bitte. Wunderschönen Hosenheber. Sehr gut. Ja. Gut. Ja, Christi, wer warst denn jetzt du? Ich hatte die Original-Hosenträger, die der andere getragen hat. Und für 6 Silberkreuzer heiraten sie dir. Stell die Therese Baronin von Sternbach da, die damals die Tiroler Bauern im Freiheitskampf unterstützt hat, mit Proviant und dergleichen, auch mit der Lagerung von Waffen. Und sie wurde dann nach der dritten Bergischer Schlacht auch von den Bayern in Haft genommen, also als Geisel genommen und war also sozusagen als Adelige eine Besonderheit, eine Unterstützung für die Tiroler Bauern. Den 3. August wurde ich Therese Baronin von Sternbach auf Befehl des bayerischen Reichsmarschalls, des Herzogs von Danzig, in meinem Ansitz in Mühlau von 130 Gendarmen heimgesucht. Ich wurde von einem bayerischen Dienstboten verraten. Bei der Visitation haben sie Gewehre gefunden, die ich für die Befreiung Tirols und die Rückkehr an Österreich in meinem Ansitz verwahrt hatte. Alsdann stellten sie mich unter Arrest. Die bayerischen und französischen Gendarmoffizieren Billard, um mir die Zeit zu vertreiben. Nach dem Nachtessen eröffnete mir der französische Kapitän Malmont, dass er den Befehl hatte, mich nicht aus den Augen zu lassen und aus diesem Grund in meinem Zimmer schlafen werde. Nun denn, Sie müssen wissen, ich hielt den Befehl lange für einen Scherz und glaubte vielmehr, den Herrn Offizier dürfte eine andere Absicht bewegen, in meinem Zimmer schlafen zu wollen. Weswegen ich ihm versicherte, dass er seinen Zweck nicht erreichen werde. Und keck konterte ich, wenn das so ist, dann muss auch noch ein bayerischer Offizier in meinem Zimmer schlafen. Denn ich kann meine Ehre um keinen Preis aufs Spiel setzen. Widrigenfalls werde ich gar nicht zu Bette gehen. Nun denn, ich muss zugeben, mit 2 schnarchenden Männern im Zimmer habe ich so oder so kein einziges Auge zugetan. Haben Sie
Lese heute gesehen, das Publikum ist begeistert. Wann inszenieren Sie denn das nächste Mal eine solche Aufführung in Kitzbühel? Ja, das ist halt eine schwierige Frage. Nächstes Jahr steht bei uns Barock am Programm. Die Hofburg wird wieder eröffnet und da werden wir eine große Inszenierung in der Hofburg machen. Das ist jetzt nicht unbedingt für Kitzbühel anwendbar. Muss man mal schauen, wie die Jubiläen fallen. Dann werden wir schon schauen, dass wir wieder kommen können. Weil du so schön bist, mein